Ich will über zwei kleine Dinge reden. Das erste ist das Leben von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Also nicht irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, nicht das, was man suggeriert bekommt von Gesellschaft, von Medien, was angeblich erstrebenswert ist, was angeblich erfüllend ist, was angeblich glücklich macht, danach zu leben, sondern erstmal auf die Reise nach innen sich zu begeben und diese Dinge für sich selbst herauszufinden und den Mut haben, diese Dinge herauszufinden und zu akzeptieren, dass diese Dinge wahrscheinlich, ziemlich sicher sogar, ganz anders sind als das, was einem vorgelebt wird in der Öffentlichkeit. Und dann auch das Vertrauen darin, da rein zu haben, dass diese Dinge, wenn man diese Dinge auslebt und den Mut aufbringt, auch gegen gewisse Ströme das auszuleben, dass das ein wahrer Beitrag ist für die Welt, dass man dann wirklich einen Beitrag leistet, dass man wirklich sein Potenzial ausschöpft, dass man anderen hilft, aber dass man auch seine eigenen tieferen Werte auslebt und somit auch glücklich lebt und erfüllt und im Balance, in so einem Gleichgewicht, in so einem inneren Frieden und nicht äußeren Dingen hinterherjagt, sozusagen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Natürlich muss man erstmal wissen, was die eigenen Werte sind. Und oft sind die ganzen, ist diese Reise nach innen so, wie sagt man, beschränkt möglich nur. Also da gibt's Schranken auf dem Weg nach innen, weil alles von äußeren Einflüssen überdeckt ist. Das heißt, die äußeren Einflüsse torpedieren und blockieren unsere Reise nach innen. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen distanzieren von den äußeren Einflüssen. Vielleicht nicht so viel lesen, also nicht so viel Zeitschriften lesen, nicht so viel Fernsehen gucken, nicht so viel im Internet surfen. Und nur gezielt auf Dinge zuzugehen, gezielt auf gewisse Bücher zuzugehen oder gezielt auf gewisse YouTube-Videos zum Beispiel zu gehen und sich davon ja inspirieren zu lassen. Und alle anderen Ablenkungen wirklich abzuschotten und dann zu gucken, okay, was ist in mir? Was kommt da hoch? Was will ausgelebt werden? Was will ausgedrückt werden? Was ist mein Beitrag? Was ist mein Beitrag einfach, nicht? Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir versuchen immer irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen nach irgendwelchen. Wir wissen oft gar nicht, was wir wollen, weil wir von Kindesbeinen an vorgelebt bekommen, was gut ist und was schlecht ist. Und wenn wir auf die Innenreise gehen und dann wirklich unsere Werte erkennen, dann kriegen wir auch so ein Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen führt uns auch dazu, dass wir einfach unseren Weg gehen und dass wenn diese äußeren Einflüsse in Form von irgendwelchen anderen Menschen dann sagen, es klappt niemals, was machst denn du, das kann man doch nicht machen, was für eine komische Idee, dass diese einen auch nicht vom Weg abbringen. Und wenn man dem treu bleibt, dann merkt man, dass man wirklich mit Leidenschaft geben kann und dann kommt quasi die Welt auch in dieser Form auf einen zurück, in dieser positiven Form, wie man gibt, in dieser leidenschaftlichen, vollen Form, wie man gibt, kommt auch die Welt dann zu einem zurück und reflektiert das sozusagen. Das, was du im Inneren gefunden hast, diese Vollständigkeit, diese Liebe zu dir selbst und zu deinen Werten, die kommt dann quasi, spiegelt sich in der Außenwelt vor dir und kommt zurück. Man muss aber erstmal den Mut haben und die Kraft haben, so ein bisschen das erstens zu erforschen, zu wissen, was man will und dann auch da diesen Weg zu gehen, trotz dieser Widerstände von rechts und links. Viele Menschen leben eben nicht in diesem Paradigma, sondern in diesem Paradigma der Medien, das, was die Gesellschaft will, was öffentlich erstrebenswert ist. Und die verstehen das einfach nicht. Und wenn die Leute dann sagen, wie blöd kann man sein, was machst du da nur? Dann kann man dafür Mitgefühl empfinden. Man muss sich deswegen nicht verunsichert fühlen, weil man erkennt ja, was dahinter steckt. Und man war ja selbst in dieser Situation. Man kann also Mitgefühl haben. Und das ist transformierend wie sonst überhaupt nichts. Dieses einfach den Weg gehen, trotzdem herzlich sein, nicht nachtragend sein, immer Gewinn, Gewinn im Kopf haben, nicht Gewinn, Verlust oder Verlust, Gewinn, sondern quasi den Gewinn auch für die anderen wollen, nicht die anderen dafür zu verurteilen, dass sie noch diesem quasi dieser, ja, wie sagt man, dieser äußeren Vision aufsitzen und die innere Vision noch nicht gefunden haben. Also völlig okay. Und das Zweite, wovon ich reden wollte, ist die Landwirtschaft. Kein Bauer wird jemals auf die Idee kommen, ein Getreide zu säen, dann nicht zu wässern und zwei Tage später die Ernte einfahren zu wollen. Es gibt natürliche Prozesse, das sind Prinzipien. Diese Prinzipien sind
universell. Und man muss diese Prinzipien verinnerlichen. Und ein Prinzip ist, dass alles seine Zeit braucht. Wenn man eine Pflanze sät, dann muss man sie gießen, dann muss man schauen, dass sie Sonne hat, immer genug Wasser hat, dass sie die richtige Erde hat. Und erst wenn das alles ist und dann mit der Zeit, also die Zeit muss noch hinzukommen, dann entsteht aus der Pflanze etwas Großes, trägt eine Frucht. Man kann sie ernten und man kann sie nutzen. Genauso ist es mit einer Veränderung im eigenen Leben. Wir wollen oft alles sofort und möglichst jetzt und ganz, ganz schnell. Das suggeriert uns auch die Gesellschaft so ein bisschen. Schneller Erfolg, schnelles Geld, der schnelle Sex und so weiter. Wir vergessen aber, dass wir für die persönliche innere Entwicklung Zeit brauchen. Wir müssen quasi Samen säen und wir müssen das pflegen. Wir müssen kleine Gewohnheiten pflegen. Es sind ganz kleine Teile. Und dann erwächst daraus irgendwann in einem natürlichen Prozess ein neuer Charakter, ein neues Schicksal sozusagen, ein neues Paradigma, ein neues Weltbild, eine neue Landkarte. Das heißt, die Dinge um einen herum ändern sich natürlich irgendwann. Aber selbst am Anfang, wenn sich äußere Umstände nicht unbedingt ändern, man immer noch da wohnt, wo man wohnt, wenn man vielleicht sogar noch dieselben Freunde hat. Aber man sieht die Dinge anders, man bewertet die Dinge anders. Das heißt, die Landkarte, mit der man durchs Leben geht, sieht komplett anders aus. Da, wo andere Menschen einen Fehler, ein Problem sehen und ins Unglück sich stürzen lassen, da sieht man selbst eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Da ist man dann motiviert. Wenn andere schlechte Laune haben, sieht man in ihnen sich selbst von vor 10 Jahren und denkt, okay, ich bin da nicht mehr, ich bin glücklich, ich lasse mich davon nicht mehr mitreißen, habe aber trotzdem Mitgefühl. Und durch das Mitgefühl und dadurch, dass man sich selbst nicht damit mitreißen lässt, hilft man dem anderen, nicht noch tiefer zu sinken sozusagen. Also es ist ein großes, großes Ganzes und es ist sehr inspirierend, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man versucht, es zu leben. Und immer dran denken, eine Saat sät man und es braucht seine Zeit. Dieser schnelle Erfolg, schnelles Geld, das ist auch mit der Spiritualität nicht anders. Also viele Menschen sind in einer Lebenskrise und holen sich dann irgendein spirituelles Buch im Buchhandel und lesen das dann durch, sind total motiviert und wollen dann von heute auf morgen irgendwelche Techniken anwenden oder ihr Leben verändern. Und dann merken sie aber, dass die alten Gewohnheiten einfach tief sitzen und akzeptieren einfach dieses universelle, natürliche Prinzip nicht, dass man erst etwas säen muss und es langsam wässern muss, damit etwas daraus wird. Das ist also nicht nur schnelles Geld, schneller Sex, sondern vor allem auch Spiritualität. Wenn man in sich gehen will, diese Selbsthilfebücher, wie viel gibt's davon? Esoterik. Alles schön und gut. Man kann für sich da sehr viel rausholen aus diesen Dingen. Aber man muss es richtig angehen. Man muss natürliche Prinzipien akzeptieren. So viel dazu an einem kalten Montagabend vor dem Schloss Rosenstein in Stuttgart. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.